Markus, ich kann Topspin spielen. Dann habe ich gesagt, nein, du kannst keinen Topspin spielen. Dann habe ich gesagt, ja, aber das dreht sich doch vorwärts. Dann habe ich gesagt, ja, aber es ist trotzdem scheiße. Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video möchte ich dir einmal demonstrieren, wie du diesen Topspin Pro, den ich ja auch schon im ein oder anderen Video vorgestellt habe, wie du den nutzen kannst, sinnvoll nutzen kannst, um wirklich schneller Topspin zu lernen. Denn wenn du das Ding wirklich schlau einsetzt, dann kannst du viel schneller dir selber Topspin beibringen und sparst dir eine Menge Geld, du Geier. Also bleib dran, es geht los. Wenn du die anderen Videos zum Topspin Pro noch nicht gesehen hast, dann tu das bitte. Dort erkläre ich nämlich ganz ausführlich, wie wichtig es ist, bestimmte Sachen richtig zu machen in der Ausführung. Sonst gewöhnst du dir nämlich hier einen schönen Dreck an und das solltest du vermeiden. So. Wie kannst du jetzt also Topspin schnell oder schneller lernen? Also erstmal, wie ich schon in dem anderen Video erwähnt hatte, Abstand zum Topspin Pro und dann eben hier die Bewegung ausführen. Das kannst du mal ein paar Mal machen mit der richtigen Bewegung, ungefähr, ja, ich würde sagen 10 Mal. Ja, achte auf den Abstand zu dem Ball, achte darauf, dass du den Arm im Treffpunkt eben gebeugt hast und vor allem sieh zu, dass der Ball sich vorwärts bewegt, dass er sich vorwärts dreht die ganze Zeit, dass du nicht zu sehr nach vorne durch den Ball so schlägst, sondern dass du von unten nach oben über den Ball gehst und das Allerwichtigste, mach die Bewegung zu Ende. Ja, du siehst hier, wie mein Oberkörper sich dreht. Du kannst hier schön sehen, ja, dass hier am Ende der Schläger hier rüberkommt und eben nicht das Ganze hier oben endet. Also es sieht nicht so aus. Das ist falsch. Das ist sowieso grundsätzlich falsch. Habe ich ja schon mal 1000 Mal gesagt. So, wenn du das gemacht hast, ungefähr 10 Mal oder 20 oder noch mehr, so dass du das Gefühl hast, ja, jetzt komme ich langsam klar, jetzt weiß ich, wie es geht, dann machst du Folgendes. Dann nimmst du dir einen Ball, stellst dich an eine Ballwand oder überhaupt, du stellst den Topspin Pro sowieso schon vor die Ballwand, so wie ich das auch gemacht habe. Das ist sowieso deine Ausgangssituation. Das hätte ich am Anfang sagen sollen, aber habe ich nicht gemacht. Ach, einfach konzeptlos. Naja, so, und dann stellst du dich eben an diese Ballwand und dann machst du das Ganze mit einem richtigen Ball, mit der gleichen Bewegung wie mit dem Topspin Pro und spielst erstmal einen Ball an die Ballwand. So, also das heißt, du lässt den fallen und spielst einen einzigen Ball gegen die Ballwand. Nochmal. In dem gleichen Abstand wie zum Topspin Pro lässt du den Ball hier vor dir fallen. Das heißt, wenn du ihn fallen lässt, nimm den linken Arm schön raus. Nicht nach vorne, sondern hier, so wie es sowieso bei der Vorhand sein muss. Dann hast du gleich die richtige Grundposition. Ja, nimmst den hier nach vorne. Nicht so stehen und dann so spielen, sondern genauso wie beim Topspin Pro. Linke Bein ist leicht vorne, aber überquert nicht die Achse zum rechten Fuß. Also ich mache es mal so vor. Das heißt, linke Bein geht nach vorne und nicht über die Achse zum rechten, sondern so und dann bist du so. Okay, das heißt, was ich immer sage, ist, sei einfach bequem, geh bequem geradeaus, mach einen letzten Schritt, dreh dich, Arm raus und schon bist du in der richtigen Position zur Vorhand. So, und dann stehst du so, lässt den Ball fallen und spielst ihn, ja, mit der schönen Bewegung und spielst ihn gegen die Wand. Mach die Bewegung erstmal langsam. Genau, genauso wie beim Topspin Pro versuchst du den Ball eben vorwärts zu drehen. Und dann, wenn du das 4, 5, 6, 7, 10 Mal gemacht hast und du hast das Gefühl, ja, das fühlt sich sehr locker an, das fühlt sich ähnlich an oder fast genauso wie beim Topspin Pro, gehst du wieder zum Topspin Pro und machst wieder deine Wiederholung hier, dass der Ball sich schon vorwärts dreht und du den Schlag vollständig ausführst und dann machst du wieder das. Und dann wird es auch mal Zeit, den Topspin Pro beiseite zu stellen, denn dann versuchst du das Ganze mit Ballwand 2 Mal zu reproduzieren. Oh, genau an die Kante. Also nochmal, also du lässt den fallen, spielst Topspin und dann spielst du nochmal Topspin. Du versuchst 2 Mal hintereinander die gleiche Topspin-Bewegung auszuführen. 1, 2. Das ist schon sehr schwer. Das ist sehr schwer, sieht einfach aus, ist aber schwer, weil du diese neue Bewegung ins Hirn, in die Gehirnrinde eingravieren musst und das dauert. Und das ist auch der Appell nochmal an alle, die sich dieser Gerät hier zulegen. Dieses Gerät, diese Trainingshilfe ist eine Hilfe. Sie wird dir nicht die Arbeit abnehmen, 10.000 Mal, 100.000 Mal den gleichen Schlag auszuführen.
100.000 Mal mit dem Ding und dann 50 Mal mehr. 50 mal 100.000 sind 50 Millionen Mal gegen die Beiwand. Klingt viel, ist es aber nicht. Ja? Wenn du jeden Tag deine 300 Wiederholungen machst, dann schaffst du das, weiß ich nicht, in... Jetzt muss ich auch was sagen, damit ich mich völlig verrechne. Also auf jeden Fall, mehr ist besser als weniger. Viel hilft viel in dem Falle. Aber nur das Richtige. Ausführen der Bewegung hilft viel. Wenn du dir das Falsche angewöhnst, hier den Mist hier, dass du dich daneben stellst und dann so machst und sagst, oh, das ist ja Topspin, das ist ja geil, ich kann jetzt Topspin spielen. Nee, kannst du nicht. Das ist kein Topspin. Das ist, keine Ahnung, was es ist. Aber das ist auf jeden Fall witzig. Mal einen gesehen, der stand auf dem Nachbarplatz so. Und hat mir dann erzählt, Markus, ich kann Topspin spielen. Da habe ich gesagt, nein, du kannst keinen Topspin spielen. Da habe ich gesagt, ja, aber das dreht sich doch vorwärts. Da habe ich gesagt, ja, aber es ist trotzdem scheiße. Naja, also auf jeden Fall, wie gesagt, du musst das Richtige üben. Schau dir das letzte Video an, schau dir an, wie du hier didaktisch vorgehen musst. Und dann machst du genau das so oft, wie es geht, hintereinander. Und mit der Ballwand, die ist sowieso der beste Trainingspartner der Welt, wirst du immer besser. Du wirst immer besser, dann machst du nicht nur 2 Wiederholungen, machst du 10, machst du 20. Und wenn du merkst, irgendwie, das wird irgendwie nicht, fühlt sich nicht mehr rund an oder so, immer wieder zurück zu ihm hier gehen und hier Abstand kalibrieren und dann erstmal wieder üben. Gleiche Bewegung, ganze Bewegung vollständig ausführen und dann wieder Ballwand. Es ist immer der gleiche Prozess. Wenn du dir das Ding zulegen willst, wie gesagt, ein Affiliate-Link, also ein Link, bei dem ich eine kleine Provision für das Gerät bekomme, ist in der Videobeschreibung verlinkt und auch als erster Kommentar angepinnt und dann kannst du dir das Ding zulegen und kannst damit schön üben. Das ist eine schöne Hilfe, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Vorsicht mit der richtigen Technik üben, sonst kann das Ding auch gefährlich werden. Alright, das war's schon wieder. Also, viel Spaß beim Topspin lernen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob dir das was gebracht hat. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, Markus von Mein Tennis Game.